Morgen startet Willi Resetarits, auch bekannt als Ostbahn-Kurti, mit seiner Gruppe Stubenblues eine große Österreich-Tournee. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Seine Stubenblues-Band hat Willi Resetarits bei einer Bergwanderung gegründet. Pure, handgemachte Musik ist ihr Erfolgsrezept. Es ist so, dass man mit guten Musikern immer gut musizieren kann. Aber noch schöner ist es, wenn die guten Musiker auch Freunde sind. Die bandinterne Harmonie macht sich bezahlt. Die Hauptrolle spielt beim Stubenblues aber das Publikum. Es gilt hier, Lieder zu interpretieren, das Lied ernst zu nehmen und dem Publikum nahe zu bringen. Und das geht viel besser, wenn das Publikum persönlich anwesend ist. Das zählt, das hört man. Das machen wir nie bei. Die kleinen Verstimmungen, die hört krass auf. Also ich nicht. Und bei mir im Studio darf ich nun ganz herzlich willkommen heißen Willi Resetarits. Guten Abend. Guten Abend. Herr Resetarits, Sie starten morgen eine ausgedehnte Österreich-Tournee als Kurt Ostbahn oder als Willi Resetarits? Das ist Willi Resetarits und der Stubenblues, so heißt das Ensemble. Mein jetziges Mutterschiff oder Hauptband, ich spiele bei verschiedenen Ensembles, weil der Kurtl, mein alter Freund, schon lange in der Pension ist, seit einem Dreierjahr, seit 2003. Der hat nur voriges Jahr eine kurze Pensionsunterbrechung gemacht und hat ein, zwei gröbere Konzerte gegeben vor dem Riesenrade, weil es gerade lustig war, aber ansonsten ist der Kurtl nur auf Tonträger zu hören. Wo kommen Sie denn überall hin im Rahmen Ihrer Österreich-Tournee? Es ist so, wir haben eine neue CD oder Album produziert, heißt Alles offen, ist gerade erschienen und mit diesem neuen Projekt bereisen wir zunächst einmal die Großstädte, also der Größe nach, wurscht, Wien, Graz, Linz, also statt Linz sind wir in Traun, da müssen die Linzer hinkommen, ist ja nicht so weit, Salzburg, Innsbruck, Vorarlberg, da sind wir in, also Vorarlberg, da beim Rhein ist ja eine einzige Großstadt, die halt dann verschiedene Namen hat, rund, oder südlich von Bregenz. Hängt das mit dem Bandnamen Stubenblues zusammen, dass Sie eher im kleineren Rahmen auftreten? Ja, wir haben auf Almhütten begonnen, privat für uns, zum Beispiel im Stubner Kogel einmal, wie wir eingeschneipt waren, oder in Südtirol in einem wunderbaren, ich glaube 500 Jahre alten Gasthaus, so quasi für uns zu spielen. Und dann haben die anderen Gäste halt auch zugehört, die anderen Bergwanderer, daher auch der Name Stubenblues, haben immer mehr zugehört. Dann haben wir schon Konzerte gegeben, aber nur über 1500 Meter Seehöhe, wo wir vor der Hütte schon gespielt haben. Die Konzerte waren am Berg Eglar zum Mittag und die Gäste mussten hochwandern und wieder runtergehen, rechtzeitig, bevor es einer finster wird. Und auch heute noch sollte die Anmutung einer Art Stubenmusik sein, auch wenn es in der Stadthalle wäre. Ist es aber nicht. Also auch wenn es ein Saal für 300 Personen ist, sollte eine gewisse Gemütlichkeit sein, wenn man Tisch und zwei Sesseln auf der Bühne. Und wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt etwas aus meinem Leben erzählen, zwischen denen tue ich es. Das heißt auch, dass Sie die Nähe zum Publikum schon sehr schätzen? Ich schätze das Publikum grundsätzlich sehr. Ich habe Respekt vor den Menschen. Und das schlägt auch zurück. Das heißt, wir haben ein sehr gutes Publikum. Also auch sozusagen, wenn ich mit dieser Ernsthaftigkeit mit dem Publikum kommuniziere, dass ich ihnen auch was zutraue, dass sie auch komplexere Zusammenhänge verstehen und nicht so quasi wie zu Volksschülern spreche, wenn man das oft von der Bühne hört, dann kommt das auch so zurück. Das heißt, dann kommen auch gescheite Leute. Willi Resetarits kennt man ja nicht nur als Musiker, sondern als jemanden mit sehr großem sozialen Engagement. Unter anderem waren Sie Mitbegründer des Wiener Integrationshauses. Wie wichtig ist Ihnen denn soziales Engagement? Wir wissen, dass vieles
der Staat, der ja auch wir sind, übernehmen sollte. Aber wenn der Staat das nicht macht, zu meinem Leidwesen, was ich auch sehr beklage, ja, dann müssen halt die Bürgerinnen und Bürger einspringen. Also das ist schon ein Prinzip, das ich für wichtig halte. Herr Resetaric, Sie sind ja Burgenland-Kroate, gehören als solcher der autochthonen Volksgruppe der Burgenland-Kroaten an in Österreich. Hat das mit Ihrem Engagement zu tun und haben Sie selbst auch Ausgrenzung erlebt? Ich habe als Kind ein starkes Gefühl gehabt, dass man so quasi als Burgenland-Kroate zweitrangig ist. Dieses Gefühl habe ich stark mitbekommen, insbesondere auch, weil die Eltern uns geraten haben, als relativ kleine Kinder, möglichst rasch akzentfrei Deutsch zu reden, dass man uns die Herkunft nicht anmerkt. Und da hat man sich als Kind gedacht, was muss das für eine Herkunft sein, die man sich nicht anmerken lassen darf. Da habe ich innerlich schon dagegen rebelliert. Herr Resetaric, welche großen Projekte erwarten uns denn noch? Ich werde möglicherweise wahrscheinlich mit einem klassischen Orchester singen, teils auch eigene Lieder. Das ist kryptisch genug. Und ich werde möglicherweise auf einer Bühne eine Hauptrolle spielen. Und so, ja, das ist lustig. Ich habe Glück. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.